Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Lange ist es her, ich weiß, aber jetzt geht's wieder weiter. Ja, nur leider müsst ihr auf mein wunderschönes Gesicht inklusive Bart derzeit verzichten, weil ja, die Webcam mag gerade irgendwie nicht. Ich habe es gerade rumprobiert, aber da ich jetzt aufnehmen will, dachte ich mir, naja, für ein paar Parts geht das schon mal, scheiß drauf, weiter geht's. Mittlerweile ist ja das erste Add-on raus. Hier sehen wir schon, begonnen, mechanischer Betrogen. Werde ich noch nicht machen. Was ich aber machen werde. Erstmal Tüftel-Tom Bericht erstatten. Und dann... genau. Machen wir die Hauptquest weiter. Die ziehen wir dann auch, denke ich mal... relativ straight durch. Jetzt mal nicht so ablenken lassen von Nebenmissionen, denn die Add-ons kommen ja, wie gesagt, langsam raus. Nächsten Monat im Mai kommt dann schon das nächste größere Add-on raus. Und da will ich einfach vorbereitet sein. Ich hoffe, ich schaff's bis dahin. Die Hauptstory und mechanische Bedrohung hier, Autonotrom oder wie auch immer das heißt, ich hab's gerade vergessen, durchzukriegen. Ansonsten, ja, gut. Nö, ne? Ihr wisst Bescheid. Wo müssen wir nochmal hin? Bin ja quasi schon fast da. Zum Railroad Haku. Das gehen wir noch schnell ab. Erfahrung. Geiern. So. Runter. Und mit Tüftelung reden. Vertrau mir. Ja, ich Tom, möchte mit dir reden. Noch ein Miele aufgebaut, der Daten sendet. Ja. Du hast Zeit und ich habe einen neuen Ort, an dem du eines meiner Schätzchen aufbauen kannst. Das ist schön, aber das fährt man noch nicht mehr. Oder wir machen Geschäfte. Gibt es was Neues von Miele? Pam ist wie ein Leuchtender in einem Krater und saugt alle Daten von Miles Kameras auf. Die Atmosphärensensoren haben nichts empfangen. Noch nichts. Das braucht Zeit. Genau. Vielleicht später. Wie du willst, mein Freund. Pam braucht dich in ihrem Gut. Raum. Was? Hey. Schön, dich bei uns zu haben. Hat er gerade gesagt, Pam braucht... Ach, Pam ist ja... Nein. Ich werde mich jetzt nicht ablenken lassen von irgendwelchen anderen Sachen. Aus. Auch wenn ich echt Bock hätte, hier einfach alles zu machen, aber... warte mal... Mit Nick reden, das ist Diamond City und Diamond City ist hier. Ja. Ich muss erst mal gucken, ob ich die ganze Steuerung überhaupt noch kann hier. So lange nicht mehr gespielt. Hast du von dieser Siedlung gehört? Covenant ist echt nett da und sauber. Der Ach ja. Ist aber streng reglementiert. Sagt mir nichts, egal. Auf zur Detektei Valentine. Komm schon, Nikki. Ich will nur deine Meinung. Ah. Ein klasse Zitat. Hier ist sie. Die habe ich doch gesucht. Warum steckst du deine Nase in Sachen, die dich nichts angehen? Ach ja, wenn man vom Teufel spricht. Da bist du ja wieder. Aber ohne deinen Sohn. Ja. Was ist passiert? Ach. Ist deine Schuld, ist ja gemein. Ich hab's nicht rechtzeitig geschafft. Kellogg hat für das Institut gearbeitet und er hat ihnen Sean überlassen. Das Institut? Ach du Scheiße. Es tut mir leid. Wirklich. Das macht die Sache um einiges komplizierter. Er hat recht. Scheiße, Nick ist ein Zünd und nicht mal er weiß, wie man da reinkommt. Kein Zünd weiß das. Alle Erinnerungen daran werden von den Sicherheitsprotokollen gelöscht. Ich muss dort irgendwie reinkommen. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Zünds zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt und wie man reinkommt. Genau, aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht?
Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Spielt sowieso keine Rolle. Er ist tot. Ja, der einzige Mann, den das Institut hier draußen hat, wird sich wohl kaum lebend fangen lassen. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Top Story, wa? Prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Mir ist egal, was er wusste. Ich würde ihn sofort wieder umbringen. Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Oh. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, Meisterin der Erinnerungen. Ja. Ich hoffe, du hast recht, Nick. Mal sehen. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob's funktioniert. Herrgott, Nick, ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Also, ich glaube, ich hab da schon was. Das Ding hier hat der Kellogg an seinem Kopf. Kybernetik, hä? Huh? Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Oh, ich will aber Piper mitnehmen. wir nehmen Piper mit. Ich reise mit Piper. Wir treffen uns dort, Nick. Klingt gut. Ah, okay, er kommt dann. Passt auf euch auf. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir. Errungenschaft freigeschaltet. Wiedersehen macht Freude. Yay. So, Piper. Hey. Nach dir. Hey, Piper. Tja, das Institut hat eine Menge Feinde. Die Minutemen haben sich mit ihm angelegt und die Railroad tut's noch immer. Und dann sind da noch diese Emporkömmlinge, die stählerne Bruderschaft. Du hast die Railroad erwähnt. Angeblich bieten sie entflohenen Zins Schutz vor dem Institut. Aber sie sind verschwiegen. Extrem paranoid. Dazu fällt mir nur ein Gerücht ein. Eine Art Parole. Folgt dem Weg der Freiheit. Was weißt du über die Minutemen? Weißt du noch, die Gruppe, die du in Concord gerettet hast? Soweit ich weiß, sind das die letzten Minutemen im Commonwealth. Ja. Ursprünglich eine Freiwilligenarmee zum Schutz von Freunden, Familie und Nachbarn. Klingt eher harmlos, aber die waren mal ziemlich mächtig. Na gut. Ups, alle. Machen wir uns auf den Weg. In Ordnung. So, jetzt habe ich endlich wieder mal... oh, Entschuldigung. Endlich mal wieder jemanden dabei, der mein, mein Zeug... für mich trägt. jo. Wir gucken erstmal ins Inventar. Waffen. Mhm. Scharfschützenmesser, Döner. So ein geiles Dönermesser. Sturmgewehr. Okay, gut. Ah, upsala. Habe ich noch genug Stimpaks? Ich weiß, dass ich... 7 Stück. Ew. Ist natürlich nicht mehr so viel. Wir warten gehört, mal. Dass du Valentine gerettet hast. Gute Arbeit. Jo. Die meisten Sins jagen mir eine scheiß Angst ein, aber Nicky, der ist nicht wie diese Psychopathen vom Institut. Das ist aber schön. Konnte man nicht mit Tee warten? Achso, man musste sitzen, ne? Aha, ja. Ich bin schon wieder komplett raus aus dem Spiel. So 8 Stunden. Warten wir mal. Bis es hell ist. Genau. Haben die... Oha. Beim Aufstehen. Die gute Kaffeekanne umgeschmissen. Den nicht. Du? Ich hab doch gesagt, dass so jemand wie du hier nicht bedient wird, du Sünd. Willst du mir jetzt etwa erzählen, du wärst ein Mensch? Ich bin so menschlich wie an dem Tag, an dem ich geboren wurde. Du siehst schon aus wie ein Mensch, aber ich behalte dich besser im Blick. Ich habe Augen wie ein...
Nun, sie sind jedenfalls sehr gut. Ja. Verstanden? Okay, wir können handeln. Aber kein Blödsinn, verstanden? Was zum Teufel ist los mit dir? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Dies und das. Dies und das. Jo. Dann gucken wir mal. Hat hier irgendwas Cooles, so abgesehen von... Warte mal, habe ich Schrott? Habe ich Vorkriegsgeld? Ja, 30. So. Hat die Stimpacks? Ja. Ui. Wir kaufen mal 5 Stück. So. Annehmen. Ach Gott. Ein echter Klassiker. Ne? Sag ich auch. Alter, also, das ist plant ja übel. Oh, moin. So, Good Neighbor. Wo war denn das nochmal? Gott, manchmal auf dieser Karte. Das ist alles so shiny hier. Habe ich die Quest überhaupt aktiviert? Nein, warum nicht? Ich bin immer. Nein. Ja. Karte. Gut, dass man jetzt so viel mehr erkennt. Ach, da. Good Neighbor. Wir haben. Neighbor, was? Willst du Hai oder erstochen werden? Oh, warte mal, hatten wir nicht. Wie läuft's denn so, Killer? Sind die Arme lahm vom vielen Graben? Mein Tresorraum ist überraschenderweise leer geräumt. Das ist ja überraschend. Dummstellen. Keine Ahnung, wovon du redest. Stell dich nicht dumm. Mann. Ist verdammt unsexy. Oh. Mich beklaut keiner. Aber ich muss sagen, du und Bobby, ihr habt saubere Arbeit geleistet. Wünschte fast, ich hätte es selbst getan. Wenn's nur ums Geld ginge, würde ich dich verkloppen, dir ein paar Knochen brechen und wenn du's zurückgezahlt hättest, wären wir quitt. Aber du hast Fahrenheit getötet. Also, Auge um Auge. Oh, muss den töten? Zu deinem Glück habe ich nicht genug Männer. Und Bobby war das Hirn. Du spürst sie auf... Stichst sie ab und bringst meine, sagen wir, 1000 Kronkorken zurück. Dann tun wir so, als wäre es ein Missverständnis gewesen. 1000 Kronkorken? Auf keinen Fall. 750. Du machst es wirklich? So gut. Geil, es hat geklappt. 750. Nein. Ich kümmere mich darum. Das war die richtige Antwort. Bobby ist schlau. Oh, aber nicht annähernd so schlau, wie sie denkt. Sie hat ihren neuen Reichtum in ein Gebäude im Süden von Boston bringen lassen. Dort wirst du hingehen. Und jetzt los. Ja, das machen wir später. Scheiße. Ich verliere immer mehr die Gunst von Piper. Das gefällt mir eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich... schon recht zufriedenstellend. Hab gehört, dass du den Freedom Trail lang marschiert bist. Ja. Was, bist du so ein, wie nennt man das noch, Geschichtsfreak? Das sieht echt komisch aus, der Junge. Was ist denn hier? The Third Rail. Leute, hier hinten war ich noch gar nicht. Ich muss, was ist denn? Er hat auch wie Sammy ausgesehen. Hat sich aber anders als er verhalten. Das Institut denkt, es könnte Leute in dieser Stadt durch Sünds ersetzen? Das werden wir ja sehen. Was soll ich nur seiner Mutter sagen? Hey, nur die freundliche Wache aus der Gegend, die Spione des Instituts erschießt, sobald sie auftauchen. Was ist hier passiert? Ach, der arme Sammy wurde vom Institut entführt. Dann haben diese Dreckschweine eine billige Kopie von ihm hergeschickt. Erbärmlich. Es hat nicht mal 2 Tage gedauert, bis alle wussten, dass mit ihm was nicht stimmt. Dann haben wir gehandelt und sind jetzt hier. Da fällt mir ein, ich muss herausfinden, wo seine Leiche hin soll. Warum verschwindest du nicht einfach? Gibt's einen Grund, mich zu stören? Ich musste gerade einen Synth-Körperdieb erschießen. Er hat mich doch angesprochen. Schon gut. Ich gehe ja schon. Bleib jetzt bei deinesgleichen.
Sollten sie sich seltsam verhalten und dir das Gefühl geben, dass sie ersetzt worden sind, dann weißt du, was zu tun ist. Das Institut und seine Sünden. Ja. Jetzt ist alles nicht mehr. Ich geh erstmal da rein. What the fuck hin? Weiß ich echt noch nicht. Okay. Die Höhle der Erinnerung. Girls, girls, girls. Okay. So. Sieh an, Mr. Valentine. Ich dachte, du hättest Hallo. Mich schon vergessen. Die Höhle habe ich verlassen, Irma. Aber dich würde ich nie verlassen. Hm. Amari ist unten, du alter Süßholzraspler. Hallo. Amari, sie ist unten. Irma. Was ihr auch vorhabt, ich muss es nicht wissen. Pass nur auf, dass der große Metallsofti sich nicht verletzt, okay? Okay. Wo läufst du eigentlich lang? Oh Gott, er ist weg. Ah. Amari? Ja, warte mal. Du bist in der Railroad. Um was geht es? Ich darf mir ja alles nehmen eigentlich. Wir brauchen deine Hilfe, Doktor. Ich brauche die Erinnerungen eines Mannes namens Kellogg. Doch er ist tot. Ich bitte dich gewiss um ein Wunder, Amari. Aber du hast bereits Unmögliches geschafft. Seid ihr beide verrückt? Wenn wir mal außen vor lassen, dass ich eine Leiche schänden soll, ist dir klar, dass wir für die Simulatoren intakte, lebende Gehirne brauchen? Du bist nutzlos. Bitte. Nick meinte, du wärst die Einzige, die das schaffen könnte. Dieses tote Gehirn besitzt Infos über das Institut. Das größte wissenschaftliche Geheimnis des Commonwealth. Du brauchst es, wir brauchen es. Ach, gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Versprechen kann ich aber nichts. Hast du es dabei? Das hier konnte ich finden. Was ist das? Das ist kein Gehirn. Das ist... Warte mal. Das ist der Hippocampus. Und was hängt da dran? Ein Neuralinterface? Diese Schaltkreise kommen mir bekannt vor. Überrascht mich nicht. Soweit ich weiß, ist Institutstechnologie immer ähnlich aufgebaut. Nick ist ein älteres Synth-Modell. Ist er kompatibel? Das frage ich mich auch. Wenn wir Glück haben, passt alles. Selbst wenn es funktioniert, würde Mr. Valentine ein enormes Risiko eingehen. Es geht darum, etwas an sein Gehirn anzuschließen. Keine Sorge, Amari. Legen wir los. Oh, das gefällt mir. Das weiß ich zu schätzen, Nick. Du kannst mir danken, wenn wir deinen Sohn gefunden haben. Fangen wir an. Wenn du bereit bist, Mr. Valentine... Setz dich. Wenn ich plappere wie ein alter zahnloser Söldner, zieh mich raus, okay? Es geht los. Du musst weiterreden, Mr. Valentine. Kleinste Änderungen deiner Kognitivfunktionen könnten gravierend sein. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sehe viele Blitze, Rauschen. Das gibt alles keinen Sinn, Doc. Das hatte ich befürchtet. Die mnemonischen Eindrücke sind kodiert. Ist wohl ein letzter Sicherheitsmechanismus des Instituts. Die Erinnerungen sind gesperrt. Okay. Wie sperrt man Erinnerungen? Das Implantat kodiert die mnemonische Aktivität im Hippocampus. Wie bei einer Computerverschlüsselung. Und wir haben kein Passwort. Mal sehen, ein einzelner Geist kann das nicht knacken, aber zwei vielleicht schon. Wir setzen dich und Mr. Valentine auf die Memo-Sessel und schalten eure kognitiven Funktionen parallel. Er ist der Host und dein Bewusstsein durchforstet die Erinnerungen, die wir finden können. Okay. Ja, okay, auf geht's. Legen wir los. Setz dich dorthin und drück die Daumen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Den da? Okay. Please stand by. Mach ich.
Leite Gehirnwellenmigration zwischen Transplantat und Host ein. Mnemonische Aktivität aus dem Transplantat. Beschädigt, aber vorhanden. Wir versetzen dich in die stärksten Erinnerungen, die wir finden können. Eventuell sind sie nicht stabil. Warte. Oh Gott. Es geht los. Hörst du mich? Ah, gut. Die Simulation scheint zu klappen, obwohl die Erinnerungen sehr bruchstückhaft sind. Oh Gott, wo bin ich denn hier? Ich führe dich durch die intakten Erinnerungen. Hoffentlich finden wir eine, die uns verrät, oder ich kann mich hier bewegen. Das ist die früheste intakte Erinnerung, die ich finden kann. Oh Gott. Das ist ja abgespaced. What the? Vergiss nicht, du erlebst diese Erinnerungen aus Kelloggs Perspektive. Das fühlt sich vielleicht erstmal etwas seltsam an. Mama wusste, wie es war. Sie war sicher keine besonders sanfte Mutter, aber sie liebte mich. Auf ihre Weise. Und sie beschützte mich von meinem Vater, was ihr oft Schläge einbrachte. Ich habe nie erfahren, was aus ihr wurde, nachdem ich weg war. Ich wollte es nicht wissen. Nicht damals. Okay. Ich war ja so naiv. Was wusste ich schon über die Welt? Ich glaube inzwischen, sie wollte, dass ich ihn umbringe. Ich hätte es tun sollen. Stattdessen lief ich davon. Ich redete mir ein, dass ich der RNK mit ihren vielen Regeln entkommen wollte. In Wahrheit lief ich vor der Schuld davon, sie nicht von meinem Vater beschützt zu haben. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Die Menschen hoffen immer auf bessere Zeiten. Aber am Ende wird es meistens nur schlimmer. Vater war entweder betrunken oder nicht da. Er war bestimmt mit einer der Raiderbanden unterwegs, aber er hat es mir nie gesagt. Ich weiß nicht, was Mama an ihm fand. Vielleicht war er früher kein solches Arschloch. Das könnte sein, ne? Diese Erinnerung hilft uns wohl nicht weiter. Da scheint noch eine intakte Erinnerung in zeitlicher Nähe zu sein. Das ist, dass nicht weiterhilft, ist mir auch klar. Versuch's mal mit der. Das Traurige am Glück ist, dass man es erst erkennt, wenn man es nicht mehr hat. Man denkt vielleicht, dass man glücklich ist. Aber es wirklich glauben? Nein. Stattdessen hat man nur Unwichtiges im Kopf. Den nächsten Job oder sonst irgendwas. Nur wer die Vergangenheit mit dem vergleicht, was danach kommt, der weiß, wie sich Glück wirklich anfühlt. Es war das Schlimmste, das hier je passiert ist. Wenn sie mich nicht kennengelernt hätte, wäre sie im Hub geblieben. Vielleicht hätte sie jemanden getroffen, der sein Geld nicht damit verdient, andere umzubringen. Wahrscheinlich wäre sie glücklicher gewesen. Und sie hätte bestimmt länger gelebt. Wie meint sie das ein? Es wird alles gut. Ist das ihr Kind? Wie kommt jemand wie ich dazu, eine Tochter zu haben? Ich habe sie nicht verdient. Nicht eine Sekunde. Du wirst schon sehen. Aber wir kennen hier niemanden. Und jetzt mit der Kleinen? Komm schon, Sarah. Du musst uns eine Chance geben. Ich habe endlich eine feste Arbeit. Gut bezahlt ist sie auch. In der RMK gibt's sowas nicht. Ich sag ja nicht, dass es ein Fehler war. Ich sag nur... Bist du sicher, dass diese Leute wissen, was sie tun? Sie wirken ziemlich unerfahren. Aber da komme ja ich ins Spiel. Wart ab. In ein paar Jahren habe ich meine eigenen Leute. Sobald ich die richtigen Verbindungen habe, dann bekommst du alles, was du willst. Und die kleine Mary auch. Ich mache mir zum ersten Mal Sorgen um dich. Bestimmt meine Mutterinstinkte. Wer hätte geahnt, dass ich überhaupt welche habe? Du bist eine tolle Mutter. Und um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich bin bei den Ski für die Sicherheit zuständig.
muss ich nur dumm rumstehen und böse dann gucken. Dann haben sie ja genau den richtigen ausgesucht. Hör zu, es wird bestimmt schön hier. Hier, damit werde ich dich und Mary beschützen. Wie willst du Zauberei? Ja, die hab ich jetzt. Ich weiß, Conn. Ja, gut. Wir werden hier suchen wir weiter. Ich verbinde dich mit der nächsten intakten Erinnerung. Kann ich eigentlich runterfallen? Ich will so wenig probieren. Was hattest du denn gedacht, wie das hier endet, Kellogg? Hast du gedacht, du könntest uns fröhlich in den Arsch ficken und wir würden einfach stillhalten? Nur, dass du es weißt. Sie sind krepiert wie Hunde. Und du hast sie allein gelassen. Okay. Da ist eine andere Erinnerung, die wir versuchen können. Ich verbinde dich. Jetzt wird es langsam spannend hier. Warum er vielleicht so ein übelstes Arschloch geworden ist? Wollen wir uns nicht setzen? Wie du willst. Es gab immer jemanden, den ein anderer tot sehen wollte. Manchmal ging es auch nur um eine Abreibung, aber meistens sollte das Opfer ins Gras beißen. Manche dachten, sie könnten mich aufs Kreuz legen. Aber eigentlich nur, wenn ich irgendwo zum ersten Mal auftauchte. Mir war das egal. Für mich gehörte das irgendwie dazu. Ein kleines Extra für Lau. Ich habe mein Geld immer bekommen. So oder so. Na, da. Ich weiß von früher nicht mehr viel. Zu viel gesoffen. Irgendwie vermischt sich alles. Gesoffen oder was? Aber es gab fast immer eine Bar. Überall dasselbe. Ich achtete nicht darauf, wohin es mich verschlug. Meistens ging es ostwärts. Vielleicht wollte ich so weit weg von San Francisco wie möglich. Aber doch ist es gesehen, dass das also, die Golden Gate Bridge war. Du kümmerst dich um die Probleme anderer, stimmt's? Für einen wie mich war immer was zu tun. Es kam nicht darauf an, worum es ging oder wen ich umnieten sollte. Ich wurde mit der Zeit richtig gut darin. Gegen Bezahlung. Oh, die gibt es. Und du erledigst das ganz alleine? Ganz recht. Wir bezahlen, wenn der Job erledigt ist, ja? Wenn euch das lieber ist. Was ist denn mit seinen... Wen wollt ihr denn tot sehen? Seine Rüstung. Also, es geht um Folgendes. Da mal drauf achten. Da ist diese Familie. Ein Stück den Fluss runter. Gut, wir kommen. Oh, toll. Versuch mal diese hier. Hätte ich mal eingezogen. Wieder ausgedehnt. Sehr dynamisch. Oh. Mr. Kellogg. Und dann kam ich ins Commonwealth. Ich hatte irgendwie alles gesehen. Und ich hatte mich mit allem abgefunden. Ich war nicht so dumm, mich noch einmal anderen Menschen anzuvertrauen. Für mich hieß es, ich gegen die Welt. Und die Welt hatte es verdient. Okay. Es gab alle möglichen Gerüchte über das Institut. Aber mir war schnell klar, dass es oft einfach als Buhmann herhalten musste, wann immer etwas Schlimmes passierte. Es existierte, ja. Aber die Leute dort hatten keine Ahnung von der Arbeit an der Oberfläche. Sie verließen sich bei allem auf ihre Sins. Sie hatten die Mittel, die ich brauchte. Und ich hatte das Wissen, das sie brauchten. Wir hatten ein dauerhaftes Arrangement, was mir gut in den Kram passte. Die ersten Sins waren nicht allzu beeindruckend. Ich bin gut, aber so gut nun auch wieder nicht. Das Institut stellt jedoch einen nach dem anderen her,
macht sich jedes Mal ein bisschen besser. Sie sind mir immer noch unheimlich. Aber wer mit dem Institut arbeiten will, muss sich an sie gewöhnen. Weiter geht der Erinnerung hier nicht. Okay. Wird schon wärmer. Eine davon verrät uns garantiert was. Übrigens ist überziehe bei Ford irgendwie fast üblich schon. Ah, die da sieht noch ziemlich intakt aus. Verbinde jetzt. Kälteschlaf beendet. Die Vault-Computer funktionieren noch. Sehr gut. Ich prüfe die Logs. Es ist hoffentlich noch... Finde das Ding einfach. Kapsel C6. Den Gang lang. Am Ende. Ich war nun der Hauptverantwortliche im Commonwealth. Wenn Sie etwas brauchten, dann kamen Sie zu mir. Es kam nur selten vor, dass jemand vom Institut bei einer Mission dabei war. Darum war diese besonders. Ich wusste nicht, wen wir aus dem Vault holen sollten. Und Sie auch nicht, versteht sich. Jedenfalls nicht richtig. Die Eierköpfe haben es gehasst, von einem dreckigen, kontaminierten Kerl wie mir Befehle zu erhalten. Aber sie brauchten mich. Und ich sorgte dafür, dass ihnen das klar war. Ich habe nie begriffen, warum wir die anderen nicht einfach wieder eingefroren haben. Aber wir hatten unsere Befehle. Der alte Mann wollte wohl nicht so viele ungelöste Probleme. Ein alter Mann? Okay. Zu dumm, dass er die eine Person am Leben ließ, die er hätte töten sollen. Ja. Ich bin froh, dass ich den Jungen nicht töten musste. Nicht, dass ich es noch nicht getan hätte, aber ich tue es nie gern. Und ja, er hat mich an sie erinnert. Ich bin zwar ein kaltherziges Arschloch, aber immer noch ein Mensch. Aber es war besser so herum. Besser, als ihr das Kind zu rauben und sie dann am Leben zu lassen. Okay. Schon da wusste ich, dass es ein Fehler war, ihn am Leben zu lassen. Ja. Ich verstand diese Form der Rache besser als jeder andere. Aber ich war so eingebildet, dass ich dachte, ich würde mit einem verweichlichten Vault-Bewohner schon fertig werden, falls er aufgetaut würde. Wenigstens weiß ich, dass auch diese Institutsarschlöcher bald herausfinden werden, was ihnen blüht. Wenn er mich ausschalten konnte, werden sie sich nicht lange für ihn verkriechen können. Halt, Moment, er erinnert sich daran, dass wir ihn getötet haben? Was zum Teufel? Das ist er. Da. Mach sie auf. Ist es vorbei? Sind wir okay? Fast. Alles wird gut. Komm her. Nein, Moment. Komm her, Baby. Nein, ich nehme ihn. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen meinen Schaden nicht! Verdammt! Hol den Jungen da raus, dann verschwinden wir. Immerhin haben wir noch einen Ersatz. Kälteschlafsequenz eingeleitet. Was dauert da so lange? Ich bin fast fertig, Kellogg. Ich muss nur prüfen... Okay. Alles in Ordnung. Ich, tut mir leid, dass du das nochmal durchmachen musstest. Hier ist noch eine intakte Erinnerung. Bist du soweit? Ja, was ich eben nicht fertig bringen konnte, mein Judge. Wie bei Fallout typisch, überlänger, weil ich möchte das jetzt hier nicht einfach beenden und den nächsten Part weitermachen. Nö, ihr versteht es ja. Ist das dein Sohn? Diese Erinnerung scheint noch ziemlich frisch zu sein. Ist doch gut, oder? Es war nicht meine Idee, mich mit dem Jungen mitten in Diamond City niederzulassen. Diamond City? Ich hielt das sogar für eine Scheißidee. What the?
aber es war eines der Lieblingsprojekte des alten Mannes. Also blieben wir dort. Ich und das Kind. Wie eine glückliche kleine Familie. Und irgendwie gefiel es mir sogar. Es erinnerte mich daran, wie mein Leben hätte sein können, wenn alles anders gekommen wäre. Aber es führt keinen Weg zurück. Mir war klar, dass es nur auf Zeit war. Früher oder später wäre alles wieder beim Alten. Die ganze Sache in Diamond City war Teil eines ausgeklügelten Plans des alten Mannes. Jetzt ist klar, dass wir für unseren Freund aus dem Vault als Köder herhalten sollten. Das Timing konnte kein Zufall sein. So arbeitet der alte Mann nicht. Ob er mich am Schluss wohl überlistet hat? Noch ein ungelöstes Problem weniger. Okay. Ja. Sherlock. Schon gut. Die neuen Synths könnten problemlos als Menschen durchgehen. Und manchen ist das auch gelungen. Aber die Runner wurden so gebaut, dass sie nicht erkannt werden. Sie waren Tötungsmaschinen. Schnörkellos und einfach. Klüger, stärker und schneller als fast jeder Mensch. Zum Glück waren sie immer auf meiner Seite. Irgendwann wird dir nochmal der Kopf weggepustet, wenn du immer so reinplatzt. Die Zivilisten sollten mich möglichst nicht sehen. Ich hab nichts gesagt. Also, wo liegt diesmal das Problem? Es gibt einen neuen Auftrag für dich. Einer unserer Wissenschaftler hat das Institut verlassen. Verlassen? Er ist abgehauen. Sein Name ist Dr. Brian Berger. Er versteckt sich irgendwo im leuchtenden Meer. Hier ist seine Akte. Nein, die Musik. Da werden wohl ein paar Köpfe rollen. Gefangen nehmen und zurückbringen oder einfach eliminieren? Eliminieren. Er arbeitete an einem streng geheimen Projekt. Im Ernst? Einer der Top-Biowissenschaftler? Scheiße. Dann nimmst du den Jungen wohl mit dir zurück. Korrekt. Du hast jetzt nur die Aufgabe, Virgil zu finden und auszuschalten. Bringen Sie mich nach Hause zu meinem Vater? Ja. Stell dich neben mich und beweg dich nicht. Okay. Was macht er jetzt? X-688, bereit für Transmission mit Sean. Wiedersehen, Mr. Kellogg. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. What the f... Mach's gut. Hä? Teleportation. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Es kennt niemand den Eingang zum Institut, weil es überhaupt keinen Eingang gibt. Ja. Ich hol dich da wieder raus. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Bescheid. Ah, die Musik ist auf. Sonst kriegst du wieder Ärger mit YouTube. Oh, geh mal. So. Keine schnellen Bewegungen, ja? Keine Ahnung, welche Nebenwirkungen die Prozedur hat. Sowas hat noch nie jemand gemacht. Wie fühlst du dich? Wo ist das Radio? Oder höre ich das jetzt so? Ja, komm. Dr. Amari. Dann nochmal von vorn. Wie fühlst du dich? Naja. Mir geht's gut, Doktor. Danke. Gut, aber ich möchte dich gern selbst im Auge behalten, damit wir langfristige Schäden ausschließen können. Kannst du schon über das reden, was da drinnen passiert ist? Du warst doch auch dabei, oder? Du hast gesehen, was ich gesehen habe. Ja, aber wir müssen alles gemeinsam durchgehen, falls einer von uns etwas übersehen hat.
Es gibt mehr als eine Person, die etwas über das Institut weiß. Virgil, der entflohene Wissenschaftler. Ich wusste nicht, dass Institutswissenschaftler desertieren können. Das ändert alles. Er könnte so manche Frage beantworten. Wo ist er laut der Erinnerung? Beim leuchtenden Meer? Das kann nicht sein. Da geht niemand hin, nicht einmal um sich zu verstecken. Ja, anscheinend schon. Darum ist er dort. Er möchte es dem Institut erschweren, ihm zu folgen. Das muss es sein. Er nutzt die Strahlung des leuchtenden Meeres als Schild oder Tarnung, um sie abzuschütteln und einen Vorteil zu erlangen. Wenn Virgil weiß, wie man dort überlebt, musst du das auch können, wenn du ihm folgen willst. Was kann ich gegen so hohe Strahlung ausrichten, Doktor? Es gibt chemische Mittel. Radix, Radaway. Du brauchst so viele, wie du tragen kannst. Vielleicht super. Ein Strahlenschutzanzug wäre toll, wenn du einen findest. Oder vielleicht so eine Powerrüstung. Das wäre perfekt. Ich finde schon einen Weg durch die Strahlung. Keine Sorge. Viel Glück und pass auf dich. Übrigens habe ich zuerst Mr. Valentine getrennt und dann das Implantat entfernt, während du geschlafen hast. Er wartet oben auf dich. Gut. Haufen Informationen für einen Part. Leuchtende Meer. Geil. Joa. Da gehen wir dann im nächsten Part hin, was ich meine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns dann im besagten nächsten Part. Tschüssi.